Unsere Arbeitsgruppe untersucht die Funktion von chemischen Inhaltsstoffen in marinen Organismen. Insbesondere möchten wir verstehen, was die Rolle von diesen chemischen Stoffen ist in der Ökologie. Also inwieweit diese Stoffe bei der Ansiedlung von Organismen oder bei der Verteidigung von Organismen gegenüber Fraßfeinden eine Rolle spielen. Und mittlerweile nehmen wir Schwämme zum Beispiel als einen Modellorganismus, da Schwämme auch einen Großteil von symbiontischen Mikroorganismen beherbergen. Und oft sind es eben diese assoziierten Mikroorganismen, die die eigentlichen aktiven, biologisch aktiven Verbindungen produzieren. Und daher untersuchen wir eben nicht nur die chemische Ökologie, sondern auch die mikrobielle Ökologie, welche Rolle diese Mikroorganismen in sozusagen den Wirtorganismen spielen. Wir haben verschiedene Schwerpunkte innerhalb der Arbeitsgruppe. Zum einen beschäftigen wir uns auch mit dem ganzen Ökosystem. Wir wollen verstehen, was diese Stoffe im Ökosystem bewirken und wie ein besseres Verständnis von der Rolle der Stoffe oder von der Anwendung solcher Stoffe auch zu einem besseren Management des Ökosystems beitragen kann. Ein Forschungsschwerpunkt von den Ökosystemen her sind die Korallenriffe. Und hier interessiert uns insbesondere, was für Stoffe bewirken die Ansiedlung von Korallenlarven. Und gerade in den letzten Jahren mit dem gehäuften Auftreten der Korallenbleiche, das heißt, wenn die symbiontischen Mikroalgen von den Korallen abgestoßen werden, kommt es zu einem Bleichen der Korallen, das heißt, die verlieren ihre Farbe und letztendlich verhungern, da sie die Mikroalgen einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung des Korallentieres liefern. Die Korallenbleiche wird hauptsächlich durch erhöhte Wassertemperaturen ausgelöst und da wir im Zuge des Klimawandels immer häufiger diese extremen Bedingungen bekommen, dass die Temperaturen im Sommer besonders zu lang, zu warm sind und es vermehrt zu diesem Auftreten der Korallenbleiche kommt, wird mittlerweile auch mit einem großflächigen Absterben von Korallenriffen gerechnet und teilweise wird es auch schon beobachtet. Korallenriffe kommen weltweit vor, innerhalb des Tropengürtels, wobei man das definieren könnte innerhalb von 20 Grad Süd und 20 Grad nördlicher Breite. Ja, Korallenriffe bilden die Lebensgrundlage für viele Millionen Menschen, besonders in Entwicklungsländern, wo die Leute eben auch auf Fische und andere Marienorganismen als Nahrung angewiesen sind, aber eben auch durch den Tourismus, was zunehmend eine Rolle spielt, bilden Korallenriffe eine sehr wichtige Lebensgrundlage für viele Menschen in gerade Entwicklungs- und Schwellenländern. Und von daher ist es auch wichtig, diese Biotope entsprechend zu schützen und auch mit der dortigen Bevölkerung über nachhaltige Nutzung der Korallenriffe für die dortige Bevölkerung nachzudenken und das entsprechend auch zu managen. Also bei uns geht es ja hauptsächlich um die frühen Lebensstadien von Steinkorallen, also Korallenlarven, die Ansiedlung dieser Korallenlarven und die daraus entstehenden Jungkorallen. Wir interessieren uns besonders dafür, weil Jungkorallen für die Gesundheit eines Riffs sehr, sehr wichtig sind. Einfach dadurch, dass die Jungtiere in vielerlei Hinsicht viel anpassungsfähiger sind als ihre Eltern. Das heißt, in einer Welt, die sich rapide ändert, wie es derzeit der Fall ist, ist es umso wichtiger, dass immer wieder neue Generationen nachkommen und sozusagen die Population wieder auffrischen in diesen Korallenriffen. Und da ist noch sehr wenig bekannt über diese frühen Lebensstadien. Einerseits rührt das daher, dass es nicht gerade einfach ist, mit diesen Jungkorallen zu arbeiten, gerade wenn es längerfristige Experimente sind. Da muss man einen sehr hohen technischen Aufwand betreiben, um diese Korallen am Leben zu erhalten und Experimente durchzuführen. Wir interessieren uns auch sehr für verschiedene Stressfaktoren, die ökologisch eine große Rolle spielen für Korallenriffe. Allen voran natürlich die Klimaerwärmung im Zuge des Klimawandels. Das ist momentan das größte Problem für Korallenriffe. Allerdings gibt es auch sehr viele akute Probleme, die auch lokal einen sehr starken Einfluss haben können. Beispielsweise Überfischung ist ein Riesenthema, gerade in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern, wo eben die Fischpopulationen stark überfischt werden, was dann direkt Auswirkungen auf die Korallenriffe hat.
Andererseits natürlich auch Sedimentation im Zuge von Bauarbeiten wie neue Hafenkonstruktionen. Da können Sedimente aufgewirbelt werden, die die Korallenriffe stark schädigen können. Ein anderes großes Thema ist der Eintrag von chemischen Substanzen durch das Abwasser, das mit den Flüssen in die Ozeane gelangt. Und da ist wirklich noch sehr, sehr wenig bekannt. Also aktuell entwickeln wir ein Testsystem, bei dem wir verschiedene Umweltgifte an Korallen testen können. Und dabei ist es uns wichtig, verschiedene Lebensstadien zu testen, also Korallenlarven, Jungkorallen und auch adulte Korallen und auch verschiedene Zeiträume. Wir testen dabei die akute Toxizität über wenige Tage und auch die chronische Toxizität von verschiedenen Stoffen, was eben über Wochen oder auch Monate auf die Korallen wirkt. Das ist eine Exkursion, die wir schon seit mehreren Jahren an Korallenriffe machen. Momentan geht es nach Nord-Sulawesi in Indonesien. Da befinden wir uns im Dreieck der höchsten Biodiversität, die wir im Marienbereich kennen. Und wir versuchen den Studenten beizubringen, wie ein Korallenriff funktioniert, welche Organismen da vorkommen, wie die Organismen miteinander interagieren und warum Korallenriffe auch wirklich unseres Schutzes bedürfen. Den Studenten gefällt das sehr gut. Zum einen halt, weil es ein einzigartiges Ökosystem sind, in dem sie Erfahrungen sammeln können. Und zum anderen, weil es eben Forschung ist, die nicht im Labor stattfindet, sondern eben viel auf Beobachtung im Feld basiert. Und mit diesen Erfahrungen natürlich noch mal ganz anders auch wieder ins Studium zurückgeht. Dass man merkt, dass es eben nicht nur an der Clean Bench oder an irgendwelchen Chemielaboren die Forschung stattfindet, sondern dass man sehr wohl eben auch von Land aus im Wasser Forschung durchführen könnte und wie viel Zeit und Arbeitsaufwand damit auch verbunden ist. Und ich denke, man liest dann auch Publikationen und Veröffentlichungen von Kollegen mit einem ganz anderen Hintergrund, weil man selber die Erfahrung gemacht hat, wie viel Arbeit in solche Studien eben auch einfließt. Die Fahrt mit der Sonne ging nach Neuseeland und es war eine Gemeinschaftsfahrt des ICBMs, bei dem mehrere Arbeitsgruppen beteiligt waren. Und wir wollten untersuchen, was die Rolle von Bakterien im Plankton, im Sediment und in assoziierten marinen Organismen ist. Unsere Arbeitsgruppe hat insbesondere die Bakterien in Schwämmen und anderen Invertebraten untersucht und welche Rolle die Bakterien in diesen Organismen spielen. Hier sehen wir das in Aufnahmen von dem ROV, von dem Remote Operated Vehicle, dem Kiel 6000, das vom Geomar gemietet wurde. Hier sehen wir, wie ein Schwamm gesammelt wird. Das ist ein Hexactinellid-Schwamm. Das sind diese typischen Tiefseeschwämme, der jetzt gerade mit dem Greifarm gesammelt wird. Und die Idee war wieder, aus diesen Tiefseeschwämmen die assoziierten Bakterien und Mikroorganismen zu sammeln und auch die chemischen Inhaltsstoffe daraus zu extrahieren. So kommen die Proben bei uns denn vom Schiff an. Die sind meist in Tüten verpackt und dann fertig für die Extraktion. Hier haben wir so einen Schwamm. Dieser Schwamm produziert Stoffe, die uns interessieren, aber auch Mikroorganismen, die auf diesem Schwamm leben, produzieren ebenso Stoffe. Zu wissen, wer was produziert, ist eine Frage, der wir nachgehen. So, erste Studien zur Biodiversität von den gesammelten Schwämmen zeigen auch, dass wir hier einige neue Arten entdeckt haben, die jetzt auch taxonomisch beschrieben werden. Das zeigt natürlich auch das enorme Potenzial, was auch in der Tiefsee vorhanden ist, dass wir nur einen geringen Teil der Organismen wirklich kennen, die in der Tiefsee vorkommen und es hier noch sehr viel Arbeit gibt, um die ganzen Organismen zu beschreiben und zu erfassen.